Glück auf, liebe Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Folge von Aus erster Quelle. Wenn Sie bisher die Toilettenspülung betätigt haben, dann haben Sie nur etwas verbraucht, und zwar Wasser. Es wird aber nicht mehr lange dauern, bis Sie beim Spülen auch etwas erzeugen können, und zwar Energie. Und die wird wiederum dafür aufgewendet, was Sie verbrauchen, und zwar Wasser. Beim offiziellen Spatenstich Ende April war Joachim Rudler, der Vorsitzende vom Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge, noch auf externe Energie angewiesen, und zwar Dieselkraftstoff für die Raupe. Sobald auf diesem Areal aber der dritte Bauabschnitt der Kläranlage Schwarzenberg fertiggestellt ist, soll die Anlage selbst Energie für sich erzeugen. Also der Zweckverband hat sich auf die Fahnen geschrieben, energiewirtschaftlich natürlich Zeichen zu setzen. Das ist besonders wichtig, weil wir im kommunalen Bereich unterwegs sind. Und wir müssen ganz einfach auch hier auf der Kläranlage alternative Energien in Betracht ziehen. Beim Bau der Kläranlagenerweiterung hat sich der Zweckverband deswegen für ein Turbinenverfahren entschieden. Also wir haben es zunächst mit Klärschlamm und Fäkalschlamm zu tun. Der wird in einem Faulturm aufbereitet. In dem Faulturm entsteht Methangas. Das Methangas wird dann gereinigt und zwischengespeichert und wird dann einer Mikrogasturbine zugeführt. Diese Turbine soll etwa 60% des Stroms erzeugen, den die Kläranlage für ihren Betrieb benötigt. Und außerdem die komplette Heizwärme für die Anlage. Wir versuchen, neue Wege zu gehen. Natürlich sind es Wege, die schon lange am Markt sind. Faulgas ist nichts Neues. Aber hier in Schwarzenberg ist es natürlich etwas Neues in unserer Region überhaupt. Wir wollen dafür natürlich auch werben, dass wir mehr solche Dinge tun, auch im privaten Bereich. Das Projekt liegt bei Kosten immerhin von 6,3 Millionen. Wir sind sehr froh, dass wir Fördermittel dafür bekommen haben. Die Förderung beträgt also 50% von Bund und Land. 50% müssen wir selber aufbringen. Aber man kann jetzt schon sagen, wenn man nach oben rechnet, dass sich die Anlage in ca. 13 Jahren amortisiert hat. Mitte 2014 soll der dritte Bauabschnitt fertiggestellt sein. Dann wird jeder, der seine Toilettenspülung betätigt, automatisch zum Energieerzeuger. Und das war Aus erster Quelle für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.